Das ist sie. Die Nukleinsäure, mit der ich Goal wieder groß bekomme. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Und der Fisch schwamm da auch schon vorher drin. Es sieht so aus, als sei der Krug noch halb voll. Lieber mal genauer nachschauen. Nee, warte, ist doch leer. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da man die Anschaffung eines Nasenhaarentferners nicht weiter hinausschieben sollte. Du kommst mir bekannt vor. Hast du Geschwister? Ich hatte einen Bruder. Hatte? Was ist passiert? Er hat versucht, einen Steinblock mit dem Kopf zu zertrümmern. Und ich sag noch, übertreib's nicht mit den Pilzen. Egal, lass mich einfach allein. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Es sieht so aus, als sei der Krug noch halb voll. Lieber mal genauer nachschauen. Nee, warte, ist doch leer. Es sieht so aus, als sei der Krug noch halb voll. Lieber mal genauer nachschauen. Nee, warte, ist doch leer. Wenn er weiter nur mit einer Hand jongliert, kriegt er noch einen Haltungsschaden. Du kommst mir bekannt vor. Bist du nicht dieser Promi-Hundefriseur? Na dran. Ich bin Obsthändler. Ich habe das Geschäft von meinem Vater geerbt. Man nannte ihn König Peach. Dann bist du ja der Erbe des berühmten König Peach-Imperiums. Das hieße ja, du bist... Alkoholismus gefährdet. Genau. Also, verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. So ein Poncho würde mir auch gut stehen. Zu dumm, dass ich meinen Sombrero zu Hause gelassen habe. Damit wäre ich bestimmt der King auf Elysium. Du kommst mir bekannt vor. Kenne ich dich irgendwoher? Kennst du die Comicbuchreihe Kalle, der freundliche Yeti? Na klar, ich bin ein großer Fan. Nein, sag jetzt nicht. Doch, doch, ich bin... Die wandelnde Vorlage. Was? Nein, ich bin der offizielle Lieferant des Autorenteams. Wobei es schon seltsam ist, dass sie ihre Schreibtische immer zur Tür rücken, wenn ich komme. Ich glaube, ich brauche noch mehr Alkohol. Also verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Plörre, was sonst? Nein, ehrlich, was sonst? Wir haben keine Einfälle mehr. Habt ihr Ideen? Dann schreibt eine Postkarte an Plörre Company, Katzumbelweg 12, PF 4040. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Unerreichbar. Wie das Motiv. Aber mir wird schon noch was einfallen. Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Nein, das Bild bleibt, wo es ist. Es ist wichtig. Wofür? Für die Kundschaft. Ah, verstehe. Weil es sie aufmuntert. Im Gegenteil. Es hält sie in einem permanenten Spannungsfeld der Unzufriedenheit. Aber das ist Elysium. Ein Sinnbild der Hoffnung. Auf ein besseres Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Und ich bin nur noch einen Schritt davon entfernt. Willst du vorher was trinken? Gerne. Ich brauche diesen Zylinder mit der grünen Flüssigkeit dort. Die Nukleinsäure? Eine gute Wahl. Ich habe das Zeug gerade erst reinbekommen. Ich weiß, das war ein Irrtum. In Wirklichkeit gehört die nämlich mir. Träum weiter, Junge. Ich habe 5 Slotti dafür bezahlt. Und ich muss ja auch noch was verdienen. Das hieße ja... Sie kostet mehr Geld, als es in der ganzen Kanalisation gibt. Genau, eine unvorstellbare, nie dagewesene Summe. 6 Slotti. 8-Bit Burger Pilzplörre. Happy Hormone Alkopop. Mamas selbstgemachte Haarwuchsplörre. 8-Bit Burger Pilzplörre. Nur echt mit dem 16-fach getupften Schleimrohrschimmeling. Da bekommt man doch gleich richtig Durst. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens sind mir die Schleimrohrschimmelinge ausgegangen und zweitens hat das Zeug einen schlechten Einfluss auf meine Gäste. Es ist schwer genug, einen Pub zu führen, ohne dass sich die Kundschaft mit Schildkrötenpanzern bewirft. Ah,
ein neuer Kunde. Was kann ich für dich tun? Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Sechs Lotti und sie gehört dir. Ich brauche das Schicksal. Sechs. Einen Humpen Plörre bitte. Gerne. Hast du denn die 5 Slotti dabei? Was denn? Barzahlung? Wie rückschrittlich. Da, wo ich herkomme, da konnte ich Plörre einfach anschreiben lassen. Anschreiben? Wie so eine Art Kredit? Genau. Dann könnten meine Kunden viel mehr trinken. Ich sehe, du hast das Prinzip verstanden. Und ich würde viel mehr verdienen. Ja? Ich meine, ja klar. Das klingt gar nicht so übel. Bedien dich ruhig. Und wenn du meinen Gästen auch was bringst, kannst du dir gerne 2 Slotti Trinkgeld anschreiben lassen. Deal. Mir gefällt diese... Nein, es ist... Wofür? Für dich. Wofür? Weil es... Im GS, hey? Aber auf ein Bett, ich bin... Willst du... Nette Kundschaft. Ja, wenn man Freakshows mag. Sag mal, wie sprichst du denn von deinen Gästen? Na, schau sie dir doch an. Eine Parade aus Jammergestalten, ohne jegliche Perspektive. Aber diese Jammergestalten sind immerhin deine Lebensgrundlage. Oh, das war gar nicht despektierlich gemeint. Ich bin nur Realist. Wenn es einem selber besser gehen soll, dann muss es allen anderen doch folglich schlechter gehen. Oder nicht? Was? Nein, das geht auch anders. Ach, du willst, dass es allen besser geht? Solange ich dabei bin, ja. Dann gestatte mir diese einfache Frage. Besser als wem? Ich mach mich da mal wieder auf die Socken. Du trägst noch Socken? Hey, Finger weg! Das Zeug... Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Sie als Hexe sind doch bestimmt eine profunde Pilzkennerin. Ich bin keine Hexe, du Flegel. Na, ist ja auch egal. Wissen Sie jetzt, wo ich so einen Pilz finde oder nicht? Zufällig weiß ich es, ja. Fein. Und welcher ist es? Einer von denen hier? 3-mal darfst du raten. Na, wenn's weiter nichts ist. Sie haben ihn bei sich, stimmt's? Du hast es erraten. Glückwunsch. Hier, nimm ihn ruhig. Danke. Der hat eh immer sehr gejuckt. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Nachschub! Na endlich. Lecker Schmecker. Da wird einem ja ganz warm ums Herz. Ich habe auch den Eindruck, dass es hier drin gerade wärmer wird. Das ist in der Tat die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe.
Nachschub! Na endlich! Großartiger Stoff! Da wachsen einem ja richtige Haare auf der Brust. Wenn's nur die Brust wäre. Die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Dafür kannst du dir gerne etwas Trinkgeld anschreiben. Schauerlich, was der Alkohol aus einem Menschen macht. Schauerlich. Nachschub! Na endlich! Hey, Moment mal! Was tust du da? Na, was meine Aufgabe ist. Ich erfülle Kundenwünsche. Die alten Römer nannten sowas Service. Denn nur zufriedene Kunden sind zahlende Kunden, nicht wahr? Wo hast du denn den Quatsch gehört? Das hier ist ein Pub. Die Unzufriedenheit der Leute ist meine Lebensgrundlage. Du wirst mich noch in den Ruin treiben. Das Einzige, was hier im Urin treibt, ist deine Einstellung. Sieh dich doch mal um. Wow! Was ist das? Ich fühle mich super! Größer! Und stärker! Vielleicht, weil du auf dem Tisch stehst. Fabelhafter Stoff! Die sehen tatsächlich ganz glücklich aus. Sag ich doch. Ach du liebe Zeit. Aua! Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Ja, nimm es ruhig. Jetzt ist sowieso alles im Eimer. Cool.